Ja, herzlich willkommen für ein weiteres Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Ich habe heute wieder einen Spitzengast, der einigen wahrscheinlich schon bekannt ist, weil Professor Schröder und ich schon einige Zeit zusammenarbeiten. Und wir haben uns heute ein heißes Thema ausgedacht, und zwar den heilenden Geist. Willkommen, Hartmut. Danke, lieber Jörg. Ich freue mich. Wollen wir für die, die dich nicht kennen, noch mal zwei, drei Worte zu dir sagen, damit die Leute eingenordet sind, die dich noch nicht kennen? Das können wir gerne machen. Soll ich das selber machen oder möchtest du? Ja, bitte. Dann du weißt mehr als ich von dir, von daher. Da bin ich Zwei, mir drei Sätze. sicher. Ja. Wir machen es wirklich ganz kurz, dass diejenigen, die jetzt vielleicht jemanden aus dem engeren medizinischen Kontext erwarten, auch enttäuscht werden können. Ich bin kein Arzt, auch kein Heilpraktiker, sondern ich bin wirklich noch so etwas, was man eigentlich einen Geisteswissenschaftler nennen könnte. Beziehungsweise ich war lange an einer kulturwissenschaftlichen Fakultät. Von Hause aus bin ich Linguist, beschäftige mich also mit Sprache. Aber mein Lehrstuhl an der Europa-Universität hatte eine wunderbare Denomination. Das war Sprachgebrauch und therapeutische Kommunikation. Und das ist das, was uns ja verbindet. Ja, wir haben uns erst vor einigen Jahren kennengelernt und haben, glaube ich, sehr schnell auch festgestellt, dass das einfach zusammengehört. Ja, gerade therapeutische Kommunikation und die Macht der Sprache, darum wird es heute vielleicht auch ein bisschen gehen, ja, ist etwas, was mich immer angetrieben hat. Und ich habe dann sehr früh auch gemerkt, dass es etwas ist, was wir in der Medizin viel zu wenig haben, ja, weil man sich zu sehr auf diese materielle Komponente, eben das, was wir Körper nennen, orientiert. Nur es ist ja noch schlimmer, es ist ja abgeschafft worden. Wir haben ja früher auch in der Kassenmedizin die Beratung gehabt, die mündliche Beratung des Patienten, von der wir beide wissen, dass die elementar ist. Denn wenn sich da nichts aufbaut, kann der Kollege noch so viele Pillen verschreiben. Ja? Und das hat man abgeschafft, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und jetzt sitzen wir in der miesen Situation, dass diese Kommunikation mit dem Patienten nicht mehr so läuft, wie sie laufen sollte. Ja, und So. sie wird zunehmend ja sogar abgeschafft oder ersetzt, was jetzt KI betrifft. Und eine Kommunikation, die sich auf künstliche Intelligenz stützt, ist natürlich auch eine Kommunikation, aber es ist eine ganz andere, vor allem weil die Präsenz ja nicht mehr wirklich da ist und dieses Mitschwingen, das, was wir heute die Resonanzfähigkeit nennen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir heute eben auch mal über dieses Thema sprechen, was wir uns ja bei Christian Schubert ein bisschen angeschaut haben und mitgenommen haben. Ja, vielleicht noch mal auch zu dem Begriff Kultur. Ich habe ja viele Umdrehungen gemacht, bis ich da angekommen bin, wo ich heute bin. Und die zentrale Überlegung ist die, wenn wir wissen, das hat die WHO ja verkündet, bevor sie irgendwelche anderen Sachen getan hat, dass in den zivilisierten Ländern 90% der Menschen an chronischen Krankheiten sterben, wo die Medizin sagt, die können wir nicht heilen. So. Wenn das also so ist, dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und wenn man dann reinguckt, wo kommen diese Krankheiten her, dann sind sie wirklich durch die Zivilisation, das heißt durch unsere Lebenswelt bedingt, die wir gemacht haben, aber die nicht für uns gemacht ist. Und dann müssen wir da ansetzen und dann verlassen wir eigentlich für 90% der Problemstellung, verlassen wir die Mainstream-Medizin, die damit nichts anfangen kann. Und da brauchen wir Ersatz. Und da müssen wir gucken. Und da war ich ja nun wirklich happy, als wir aufeinander gestoßen sind, was du von deiner Seite aus an tollen Aspekten mit reinbringst, die komplett in mein Mosaik reinpassten. Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Begriff ist ja da der Kulturheilkunde. Ich komme ja aus einer Tradition, die schon sehr viel mit der Naturheilkunde zu tun hat, wie bei dir ja auch. Aber irgendwann ist mir das eben, so wie du es gerade auch beschrieben hast, klar geworden, wir können auch mit Naturheilmitteln nur an Symptomen herumdoktern, wenn wir nicht schauen, warum kommen diese Krankheiten in unser Leben. Und das hat schon mit unserem Dasein zu tun, mit der Art und Weise, wie wir leben, mit unserem Lebensstil.
Das ist alles kulturell, ja, das kann man Kultur nennen. Und vielleicht, und das ist vielleicht dann die Aufgabe auch einer Kulturheilkunde, ergänzend zur Naturheilkunde, dass wir sagen, auch unsere Kultur ist im Moment krank. Ja? Wir müssen auch unsere kranke Kultur heilen. Wir müssen wieder zu einem besseren Miteinander kommen. Und die Ursachen für diese Zivilisationserkrankungen damit auch beseitigen, indem wir unsere Kultur verbessern. So, und dann hat die Kultur unheimlich viele Facetten. Es gibt eine Esskultur. Ja, wenn man sich das mal hört, Esskultur. Und wenn diese Esskultur nur bei McDonald's nebenan mit Fastfood stattfindet, dann haben wir ein Kulturproblem. Hätten wir nämlich andere Fastfood-Läden, wo gescheites Essen drin wäre, wo wir Essen bekämen, wo die Ressourcen drin sind, Mikronährstoffe und so weiter, dann wäre das kein Thema. Aber leider Gottes haben wir eben diese Ressourcen nicht mehr. Und so ist also. Da was defekt, da was weg. Und dann haben wir noch die lieben Schadstoffeinträge von außen. Erinnere mal kurz an 5G und Co., was an jeder Laterne jetzt hängt. Und dann wundern wir uns, dass unser toller Organismus sagt, mag nicht mehr, hab keine Lust. Ne? Ja, und das geht ja weiter, Jörg. Wir haben ja auch eine Medienkultur. Das heißt, der Ja. Umgang mit Medien, den man ja eigentlich gar nicht mehr kulturvoll nennen kann. Wir sind immer wieder erschrocken. Wir wohnen direkt an einem Park und schauen in diesen schönen Park. Und dort siehst du heute immer wieder junge Eltern mit dem Kinderwagen. In der einen Hand den Kinderwagen, in der anderen das Handy. So, das heißt, es ist überhaupt keine Kommunikation in dem Sinne mehr zwischen Eltern und Kind möglich. Jedenfalls, ich meine, okay, das Kind kann schlafen, ja, das ist vielleicht dann etwas anderes, aber es ist kein wirklich Sein im Sinne von intensiv Dasein, vielleicht auch mal eine Pause machen, sondern wir werden immer wieder fremdgesteuert von Medien, von dem, was da von draußen auf uns zukommt, ja. Leider, leider Gottes. Und ich kann sagen, mein Medium Fernsehen funktioniert nicht mehr. Ich bin vor ein paar Jahren umgezogen, konnte das selber machen im gleichen Haus, habe meinen Fernseher unten abgehängt, oben aufgehängt und nicht mehr in die Steckdose gesteckt. Danke, was daraus kommt, brauche ich nicht. Ja. Wir nennen das ja neuerdings auch Medienfasten. Und so wie bei der Ernährung manchmal das Fasten auch wichtig ist, nicht als Dauergeschichte, ja, dann wird es uns auch nicht gut gehen, ja. Aber ab und an muss man mal fasten und das betrifft eben auch den Medienkonsum. Ich würde aber noch ein Wort vielleicht mit Kultur ins Spiel bringen. Das ist die Gesprächskultur. Und ich Ja. glaube, das ist so ein ganz Wunderpunkt, wo wir sehr schnell auch Ursachen für bestimmte Erkrankungen, insbesondere natürlich für psychosomatische Erkrankungen finden. Ich vermisse heute sehr eine Gesprächskultur. Es gibt, wir wissen das ja alle, diese Spaltung, zunehmende Spaltung der Gesellschaft und jeder hat eine bestimmte Meinung. Und im Sinne des Gesprächs, so wie Hans-Georg Gadamer, der Philosoph, es ja noch verstanden hat, dass man in ein Gespräch mit einer Haltung geht, dass der andere auch etwas zu sagen hat, ja, vielleicht sogar recht haben könnte. Diese grundlegende Haltung als etwas Kulturelles fehlt heute. Darum gibt es so viel Streit, darum gibt es so viele Misskommunikation, Fehlkommunikation oder die Verweigerung von Kommunikation, von Gesprächen. Ja, und glaube ich, auch ein Grundsatz habe ich auch erst gelernt, ehrlich kommunizieren und keine Geschichten erzählen. Ja? Und noch eine andere Sache finde ich auch toll, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, ja, dann zeigen drei Finger auf einen selber zurück. Und darüber muss man sich klar sein, ist es meine Haltung dem anderen gegenüber, wie ich ihn empfinde. Und wenn ich ihn anders sein lasse, weil er anders ist, dann ist das Problem raus. Ich mache ihn zum Problem. Nicht er ist das Problem, sondern ich mache ihn zum Problem. Und wenn man dann aufeinander stößt wie Eckhart Tolle, dann steigt der Schmerzkörper immer mehr, der wird immer größer und der Knatsch wird immer mehr. Ja. Man könnte ja vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen, dass diese Haltung, die wir gerade so kritisch beleuchten, dass die nicht nur schlecht für die Gesundheit sind, ja, dass sie sogar krank machen, sondern wir könnten es umgekehrt auch sehen, wenn wir dann wieder auf gesunde Art und Weise kommunizieren, ins Gespräch kommen,
dann ist das ein unglaublich wichtiger Faktor in unserem Leben für unsere Gesundheit, für unser Wohlergehen. Und ich möchte das mal an einem Beispiel auch deutlich machen, auch wieder von Gadamer. Gadamer hat das mal so schön gesagt: Eigentlich besteht der Sinn eines Gesprächs darin, dass diejenigen, die in dieses Gespräch gehen, unmerklich am Ende andere sind als vorher. Ja? Sozusagen, es hat sich Ja. etwas ereignet. Man könnte das jetzt auch positiv sagen: Es hat sich etwas entwickelt. Du bist gewachsen. Und diese Momente, wo du das dann vielleicht noch nicht mal bewusst, sondern mehr oder weniger unbewusst auch spürst, sind natürlich Glücksmomente im Leben und die machen uns auch gesund, die erhalten uns auch gesund. Und das verbauen wir uns heute ständig, indem wir allenfalls aufeinander losgehen, beziehungsweise sogar, was ich auch als großes Problem sehe, eine Diskursverweigerung stattfindet. Nein, mit denen sprechen wir nicht. Nein, das geht auch nicht. Ja, wir sprechen nur unter uns. Ja, ich glaube, du weißt, was ich da meine. Das ist keine gute Art und Weise des Miteinanders und die führt eben auch letztendlich nicht nur zu individuellen Erkrankungen, sondern ich spreche da sogar von kollektiven oder von kulturellen Erkrankungen. Und die Depression oder die Erschöpfung, wir wissen das ja mittlerweile durch einige in dem Bereich forschende Kollegen auch recht gut. Das sind Phänomene, die die Gesellschaft insgesamt erfasst haben. Also ich sage in meinen Vorträgen häufiger, liebe Leute, redet mit den Nachbarn und nicht über sie. Ja, Ja, das. man redet so, aber nicht miteinander. Man kommuniziert nicht. Ja. Und ich weiß, ich bin als Arzt ja jahrelang im Institut leitend tätig gewesen, aber da gab es immer natürlich Menschen, mit denen man sich gut verstand, die Wellenlänge hatte. Aber als ich aus diesem offiziellen Bereich raus bin und nicht in die alternative Szene, aber mehr naturheilkundlich oder auch Coach, sondern das war eine andere Welt. Da hat man Leute geduzt nach ein paar Stunden, die man nie vorher gesehen hatte, weil die Wellenlänge stimmt. Die sind offen, mit denen kann man reden. Und das geht eben mit vielen Menschen überhaupt nicht mehr. Die sind zu. Das französische Wort borniert ist ja in Deutschland Schimpfwort, aber heißt auf Deutsch begrenzt. Sie haben Scheuklappen auf und so schmal. Und dann kann man nicht kommunizieren. Ja? Ja, und es kann keine Resonanz entstehen. Ja? Ich finde, dass dieses Wort Resonanz unglaublich wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Wir sehen das an einer Vielzahl von Publikationen. Hartmut Rosa, einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart, hat ja dieses, ich glaube, 700 oder 8 Seiten dicke Buch bei Suhrkamp veröffentlicht über Resonanz. Und er hat das ja aus einer Erfahrung herausgeschrieben, dass in einer Welt der ständigen Beschleunigung, wo alles nur noch schneller, besser, größer werden muss, dass da eigentlich Resonanz die Antwort ist, ja, die uns wieder in eine Entschleunigung führen kann. Weil Resonanz bedeutet ja nichts anderes. Ich fühle, dass ich gefühlt werde und du fühlst, dass du gefühlt wirst. Und das tut mir gut. Und wir Und beide das sind. tut mir gut. Und das tut Ja. dir gut, ja. Also Resonanz ist ein unglaublich wichtiger Gesundheitsfaktor. Und da hat Rosa das wahrscheinlich auch als erster ja so wunderschön beschrieben. Ich nutze jetzt mal ein Wort von ihm, was viele überhaupt nicht kennen. Er hat das auch selber gebildet. Er hat nochmal klar gemacht, Resonanz bedeutet nicht so etwas wie ein Echo. Ich rufe rein und das Gleiche kommt zurück. Sondern Resonanz ist ein, und jetzt kommt dieses schöne Wort, ein Anverwandlungsprozess. Ein Anverwandlungsprozess, das heißt kein Aneignungsprozess. Ja. Sozusagen, ich eigne mir die Welt oder im Gespräch oder einen anderen an, sondern in dem Moment, in dem ich kommuniziere, ins Gespräch gehe, in Interaktion gehe, kommt etwas zurück und das verändert mich auch. Das heißt, ich anverwandle mich dann auch. Ja. Und das ist das, was heute, glaube ich, viel zu wenig passiert. Es ist eher so ein scharfes Aneinander vorbei, Ja. manchmal sogar aufeinander drauf. Das ist dann noch schlimmer. Aber diese Chance, die ein Gespräch und gerade auch ein therapeutisches Gespräch bietet, dass sich beide verändern,
dass bei beiden etwas passiert, ja, dass beide wachsen können, das findet heute leider nicht mehr statt. Und da müssen wir ansetzen, und das ist eine der Aufgaben auch der Kulturheilkunde. Ich habe noch eine andere Übersetzung für Resonanz. Für mich ist Resonanz mitschwingen. Ja. Ja, du hast ja genau das Phänomen, wenn eine bestimmte Frequenz ist, fängt das Glas plötzlich an mitzuschwingen oder die Scheiben schwingen mit. Das heißt also, der eine sendet diese Frequenz aus und der andere nimmt sie auf und schwingt in der gleichen Frequenz. Und dann ist man, oder im Gleichschrittzentrum, und es gibt viele Parallelen, die dazu hinweisen. Und wenn wir das nicht schaffen, mit den anderen wirklich in den Gleichschritt zu kommen, dann ist es eben nebeneinander oder gegeneinander. Ja. Ja, ich finde, das ist jetzt als Beispiel gut, ja, dieses Mitschwingen, weil wir das aus der Musik ja auch kennen. Aber trotzdem auch da ist es so, dass sich insgesamt ja wieder noch etwas verändert, ja. Es ist jetzt ja, da könnte man ja auch sagen, Gleichschritt ist auch gefährlich, ja. Es ist ja sozusagen ein gegenseitiges sich aufeinander einstellen und mitschwingen. Und du siehst das ja besonders in der Musiktherapie, hat mich das immer fasziniert. Es gibt so eine Art Tischtrommel. Das heißt, das ist wirklich wie ein Tisch, ziemlich groß, und da sitzen 6, 7 Leute drumherum, und die sollen dann gemeinsam trommeln. Wenn alle unterschiedlich trommeln, dann hört sich das furchtbar an, ja. Wenn einer den Ton angeben möchte, die anderen dominieren möchte, ist das auch ein Problem. Wenn man das aber länger beobachtet, und länger bedeutet nur ein paar Minuten, ja, dann schwingen sich die einzelnen Teilnehmer dieser Interaktion aufeinander ein, ohne dass da jemand dominant ist, ja, weil es ein inneres Bedürfnis, und das hat wieder mit Gesundheit zu tun, jeder Mensch hat das Bedürfnis, mit anderen mitzuschwingen, ja. Nicht immer im Gleichschritt, ja, sondern irgendwie Nee, sozusagen, es muss wieder was zurückkommen, ja. Und in diesem Anverwandlungsprozess entsteht das Neue, und so entsteht wahrscheinlich auch Gesundheit, oder es wird zumindest für die Gesundheit etwas Wichtiges sein. ich habe gerade jetzt am letzten Wochenende ein anderes Beispiel erlebt. Wir haben also am Ende einer Tagung, haben wir uns alle aufgestellt und haben gesummt. Jeder auf seiner Frequenz. Es hat nicht mal 2 Minuten gedauert. Da war das harmonisiert und ein Klangkörper unvorstellbar. Ja, das ist genau das gleiche Phänomen. Ich summe mit irgendwas, fange an und dann höre ich und dann adaptiert sich das automatisch in diese Frequenz rein und dann kommt was Tolles raus. Ja, dann lief es an einem kalten Rücken runter. Genau, ja, das kenne ich auch. Ja, das ist ein wunderschönes Erlebnis. Und das sind ja ganz einfache, uralte Dinge, die Menschen kennen, die aber in unserer Zeit dann vergessen und teilweise sogar verdrängt worden sind. Ich glaube, dass wir sie in Zukunft dringend wieder brauchen, weil das, was im Moment im Gesundheitssystem oder überhaupt in der Gesellschaft passiert, das erinnert schon an eine Phase, ja, ich möchte es nicht übertreiben, des Niedergangs, der Probleme. Man merkt, es will etwas Neues entstehen. Es ist auch schon da, aber es kommt noch zögerlich. Und in solchen Zeiten ist es ja wichtig, sich zu besinnen. Und in solchen Zeiten ist es, glaube ich, auch wichtig, und das war ja ein Punkt, über den wir heute auch noch sprechen wollen, dass wir einfach mal wieder darüber reden, was ist ein Mensch? Ist der Mensch nur Körper oder ist er auch Geist? Und wenn, was ist denn überhaupt Geist? Und da kann ich mich dran erinnern, wir haben uns vor 3 Wochen, war es, glaube ich, erst in Innsbruck getroffen. Oder waren es 4 Wochen, ja? Das war Anfang Oktober auf diesem wunderbaren Kongress von Christian Schubert, Psychoneuroimmunologie. Es war der vierte mittlerweile. Sehr gut besucht. Und ich war fasziniert, dass Christian Schubert, den ich sowieso als sehr mutigen Menschen kenne, es sich getraut hat, diesem Kongress ein Rahmenthema zu geben, der heilende Geist. Wie hast du das empfunden? Der heilende Geist. Absolut super. Ich bin hochgesprungen, als ich das gesehen habe. Ich kenne ihn ja auch schon länger, auch persönlich, und habe vor Jahren mal mit ihm in einer Diskussionsrunde gesessen und habe damals im Brustton der Überzeugung gesagt, wir brauchen keine neue Medizin, wir brauchen eine neue Gesundheitskultur. Und dann ist er hochgefahren und sagt, nein, die Medizin muss sich ändern. Also er steckt da voll drin und er ist voller Energie und er ist derjenige, der diesen Bogen schließt, das heißt, diese Erfahrungsheilkunde mit Wissen unterlegt.
Wir wissen heute, warum der Pfarrer Kneipp heilen konnte. Wir wissen heute, warum kaltes Wasser sinnvoll ist und. Und das ist das finde ich so phänomenal, dass wir diese Dinge, die ja häufig auch angezweifelt worden sind, so, die werden jetzt plötzlich unterlegt und wir wissen, wie es im Körper funktioniert, das, was da von außen auf ihn eindringt. Ganz toll. Also ich habe den Kongress auch sehr genossen. Ja. Ja, und es ist ja vielleicht ein Teil der Problematik unserer Zeit, dass dieses Geistige oder der Geist fast keine Rolle mehr spielt. Ich hatte ja auch die These dort aufgestellt in meinem Vortrag, dass wir dass wir zunehmend eine Art Geistlosigkeit nicht nur in der Medizin, sondern überhaupt in der Gesellschaft feststellen können. Und damit das nicht einfach so im Raum steht, habe ich jetzt mal etwas mitgebracht aus der Sprachforschung, und zwar aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Und ich blende das mal eben ein. So, mit einer PowerPoint-Folie, dass wir uns das mal anschauen können, was das bedeutet. So, ich glaube, das sieht man Ist jetzt. zu sehen. Ja. Ja, vielleicht das Interessante ist hier, wo ich gerade mit der Maus mal bin, eine Wortverlaufskurve. Hier ist 1950 und hier ist 2025. Das heißt, die Frequenz des Wortes Geist im Deutschen, hier sieht man die Kurve mal an sich, ja, die geht immer weiter zurück. Das heißt, das Wort als Wort wird immer seltener benutzt. Und das ist ja alleine schon in der Medizin, könnte man jetzt sagen, ein Symptom für eine Krankheit. Eben Krankheit ist die Geistlosigkeit oder die vielleicht Dominanz zum Materiellen, ja, die Dominanz des Materiellen. Und wenn wir dann nochmal schauen, was Geist überhaupt bedeutet im Wörterbuch, dann siehst du hier diese, ja, es sind eigentlich fast sechs Bedeutungen. Die wichtigsten, die wir vielleicht mal hier nennen können, und auf die würde ich ganz gerne auch noch eingehen. Geist ist in der deutschen Sprache immer so etwas wie der Verstand, unser Denkvermögen. Du hast Geist, ja, oder du bist ein großer Geist, ja, kann man ja auch sagen. Es sind die Gedanken und es ist dann aber auch noch das, was wir unter Punkt 4 haben, so eine innere geistige Haltung. Ich glaube, das ist genauso wichtig, ja. Das heißt, mit einer inneren Haltung erleben wir ja auch die Welt. Das ist so wie ein Filter teilweise. Und mit dieser inneren Haltung konstruieren wir auch das, was wir dann Gesundheit oder Krankheit nennen. Und schließlich in der Philosophie oder auch in der Theologie kann ein Geist noch so ein Schöpferprinzip sein. Ein ganz großer Gedanke auch. Das heißt, durch dieses Prinzip wird das Materielle, überhaupt die Existenz erst erschaffen und alles geht auf dieses Ursprungsprinzip zurück. Also da sind wir sehr stark schon im Spirituellen und deswegen würde ich eben auch sagen, dass der Geist, dass das Wort Geist eigentlich die immaterielle Dimension des Seins betrifft. Sein ist durchaus etwas Materielles auch. Es hat mit Substanz zu tun, mit Körper, mit Biologie. Aber Sein hat eben auch diese immaterielle Dimension. Und ich komme jetzt hier mal wieder raus, dass wir uns wieder besser sehen. Und an der Stelle denke ich, dass die Bedeutung des Wortes Geist, und da nochmal Dank an Christian Schubert, dass er das so aufgegriffen hat, in zweierlei Punkten besteht. Und zwar einmal haben wir den Geist im Sinne des Denkens des Menschen, dass wir mit Hilfe unseres Geistes unsere Mitwelt, du weißt, ich spreche nie von Umwelt, sondern immer von Mitwelt, wir sind nicht der Mittelpunkt, sondern es ist ein Heißt. Teil davon, ja. Aber mit Hilfe unseres Geistes, mit Hilfe unseres Denkvermögens gestalten wir die Mitwelt. Das heißt, wir ernten, wir betreiben Ackerbau, ja. Wir bauen Häuser, wir fertigen uns Kleidung an. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen, dass diese materiellen Produkte ja eigentlich nur die Produkte unseres Geistes sind. Das heißt, wenn du ein Haus hast, da war vorher irgendwann mal der Gedanke, ja, die Idee, ja, wie sieht das Haus aus?
Ja? Und ich nenne diese Art von Geist den geronnenen Geist. Das Okay. ist jetzt kein Wort von mir, es stammt aus der Philosophie. Es gibt es, ich denke, in der deutschen Sprache seit über 100 Jahren. Also geronnener Geist, der Geist, der sich schon ausgedrückt hat und den wir im Materiellen, in unserer Mitwelt auch erkennen können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man könnte auch sagen, den materialisierten Geist. Genau, Er der Mann. materialisiert sich, Genau, ja. genau. Und das Gleiche betrifft ja auch unseren Körper, ja. Das heißt, das, was wir so denken, was wir vielleicht teilweise auch mit uns vorhaben, drückt sich auch im Körper aus. Und dann folgen wir bestimmten Schönheitsidealen. Ja, wir rasieren uns oder wir rasieren uns nicht. Ja, wir haben bestimmte Frisuren oder auch nicht. Ja, und wir tragen Kleidung. Also das ist alles der geronnene Geist und der spielt in Kulturen, in Gesellschaften eine große Rolle, spielt eine große Rolle auch für Gesundheit, weil letztendlich gehört zu diesem geronnenen Geist auch ein Skalpell. Ein Ja. Skalpell in der Medizin. Ein Instrument, ja. Dahinter steckt auch eine Idee. Da ist im Körper etwas, das muss da nicht sein, ja. Das muss ich aufmachen, dazu brauche ich ein Instrument, ja. Auch das ist geronnener Geist. Auch das hat mit Geist zu tun und deswegen sind ja auch diese Sprüche, die es in der Medizin und in der Literatur gibt, beispielsweise von Schiller, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Darum sind die ja so wichtig, die drücken ja wirklich ganz viel aus. Aber jetzt würde ich eben sagen, es gibt noch eine Dimension von Geist, hat mit der dritten Bedeutung im Wörterbuch zu tun, wo es um diese geistige Haltung geht oder eine innere Haltung. Ich habe eine bestimmte Haltung. Du weißt, wir sprechen modern jetzt auch über Mindsets, ja. Ich finde den Begriff auch okay, ja. Mind ist ja auch Geist, ja, Mindsets, ja. Das heißt, unsere inneren Einstellungen, unsere Haltung führen dazu, dass unser Geist bestimmte Filter aufbaut und dass unser Geist mit dem, was da von außen auf uns einströmt, dass er daraus etwas konstruiert. Das ist jetzt aber wichtig, auch für unsere Gesundheit und für das Entstehen von Krankheiten, dass Konstrukte nie identisch sind mit der Wirklichkeit. Du merkst das ja schon an einfachen Informationen. Du bekommst eine Information und diese Information wirkt auf dich nicht als solche im materiellen Sinne, sondern wie du sie interpretierst, ja? Welche Bedeutung du gibst. Und das ist natürlich dann, um ein ganz extremes Beispiel zu nehmen. Du weißt, ich beschäftige mich ja mit Placebo- und Nocebo-Forschung, ein faszinierendes Gebiet. Da ist es dann ja auch so, wenn dir jemand sagt, ja, das sieht jetzt aber gar nicht gut aus, ja, 3 Monate, ja, was macht jetzt dein Geist damit? Und da würde ich jetzt noch mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt so etwas wie einen unruhigen Geist in uns. Oder ein Plappergeist vielleicht auch, ja. Der plappert alles nach, ja. Der unruhige Geist kommt nie zur Ruhe, ja. Aber es gibt vielleicht auch einen reflektierenden Geist, ja. Wenn jemand einen Geist hat, der alles glaubt, was von Autoritäten, vom Chefarzt kommt, ja, dann sagt er, okay, es ist aus, ja. Und der lebt vielleicht noch nicht mal mehr 3 Monate, sondern der ist morgen schon tot, ja. Vorauseilender Gehorsam. Etwas extrem jetzt ausgedrückt, aber ich glaube, Ja. jeder auch in der Medizin kennt diese Beispiele. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Und umgekehrt kann dein konstruierender Geist aber auch sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage, ja. Dem Kann ich nicht brauchen. zeige ich es, ja. Und Ja. man aktiviert alles. Das heißt, dieser konstruierende Geist, der schafft etwas. Und der ist extrem wichtig, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht. Der geronnene Geist auch, ja, aber der ist ja nur Resultat jetzt, der drückt etwas aus. Mit dem konstruierenden Geist greifen wir direkt ein. Und auf der Grundlage habe ich dann ja die These aufgestellt in meinem Vortrag in Innsbruck, dass Heilung eigentlich immer Selbstregulation ist.
Aber sie hat die Absolut. Menstruation nicht nur als natürlich-biologischer Prozess, so wie wir das kennen, Homöostase oder Homöodynamik, ja, sondern es ist neben diesem natürlich-biologischen auch ein geistig-kultureller Prozess. Und da wollte ich dir nochmal in einer anderen Folie jetzt etwas zeigen. Und darüber könnten wir dann auch diskutieren, wie wir das Phänomen Gesundheit überhaupt mal so einordnen könnten, dass unser Geist auch entscheiden kann, wo wir gerade eigentlich stehen und wie wir gesund bleiben wollen, beziehungsweise wieder gesund werden wollen. So, und das gebe ich jetzt auch mal eben frei. So, ich glaube, du siehst das hier schon. Ist da. Ja, alles, was menschliches, aber auch anderes Leben betrifft, ist Selbstregulation, das heißt Selbstheilung als natürlich biologischer und geistig-kultureller Prozess. Das funktioniert immer, kann aber auch mit dem Tode enden, ja? Ja, also um das ganz deutlich zu sagen, also in dem Sinne muss Heilung auch nicht bedeuten, wieder gesund im Leben sein, ja, sondern Heilung kann auch bedeuten, dass ein Leben aufhört. Und wir wissen dann, es geht irgendwie auch weiter, es gibt transformative Prozesse, ja, es geht irgendwo wieder weiter, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Normalerweise, wenn alles klappt im Leben, wenn du natürlich und kulturvoll lebst, dann erfolgt durch die Selbstregulation eigentlich immer so etwas wie ein Aufrechterhalten von Gesundheit bei Verletzung oder bei Schwäche. Passiert dann auch etwas, was wir jetzt auf der zweiten Ebene sehen können. Wenn die Selbstregulation alleine nicht mehr ans Ziel kommt, dann kannst du dich zurückziehen in ein Refugium. Ein Refugium ist ja nichts anderes auf Deutsch als ein Zufluchtsort. Ja? Das heißt, du bist schwach, du bist ein bisschen krank oder verletzt. Ja? Du kommst alleine mit der Selbstregulation nicht mehr zurecht. Was passiert dann? Du gehst in ein soziales Refugium, wir nennen das Cura und Kultur, wo andere dich entlasten. Du musst dann nicht arbeiten. Du musst dann nicht jeden Tag 10 Zoom-Meetings machen, ja, und 5 Spitzengespräche, sondern die sagen, wir geben dir jetzt Raum und Zeit. Wenn du Raum und Zeit hast, kann Heilung wieder als Selbstregulation gedeihen. Du wirst gepflegt, umsorgt und unterstützt. Das nenne ich das soziale Refugium. Es ist sozusagen etwas ganz Natürliches, was wir auch in der Geschichte der Medizin kennen. Ja? Das war sozusagen das Erste. Und das Zweite, was aber auch wichtig ist, ist manchmal auch vielleicht in der Reihenfolge anders, das ist das innere Refugium. Ich glaube, das kennst du auch. Ja? Oder in der Psychoneuroimmunologie, Christian Schubert spricht ja auch von diesem Sickness Behavior. Ja? Ich merke, dass ich krank bin, dass ich schwach bin, mir geht es nicht gut, dann ziehe ich mich zurück in mein inneres Refugium. Ich habe das mal so ausgedrückt, ich gönne mir selber Muße. Muße ist ein wunderschönes Wort auch, ja. Sozusagen ein kreatives Nichtstun. Ich schaue nach innen, ich bin also achtsam, die Eiter, die Lebenskunst kennen wir. Und es ist eben immer auch Geist- und Selbstkultivierung. Was wir, glaube ich, auch alle kennen, ich aktiviere meine Selbstheilungskräfte durch Imagination, das heißt durch heilende Bilder. Ich gehe vielleicht an irgendeine Quelle, jetzt alles symbolisch betrachtet, oder an einen Heilort, oder ich habe vielleicht sogar Wachträume und da passiert etwas. Also das gehört alles noch sozusagen zur Natur und Kultur des Menschen. Und eigentlich könnten wir auch sagen, das reicht, ja. Mehr brauchen wir gar nicht. Es funktioniert, Es ja. funktioniert, ja. Es funktioniert eigentlich auch immer, aber es kann eben auch mal schlecht ausgehen, ja. Und da wir ja doch in unserer heutigen Zeit, und da schließe ich mich nicht von aus, ja, wir wollen immer auf Nummer sicher gehen, ja. Wir trauen bestimmten selbstregulativen Prozessen auch nicht, ja. Wir wollen Leid nicht nur verringern, sondern nach Möglichkeit vollständig verhindern. Da gibt es in modernen Gesellschaften, aber in der Geschichte der Medizin schon angelegt, auch so etwas, ich nenne das Heilung durch Artefakte und durch Technik.
Jetzt aber wieder der Hinweis, auch Artefakte und Technik sind Produkte des Geistes. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. Jetzt gibt es aber einen Riesenunterschied und ich möchte da jetzt eigentlich auf das auch hinaus, was du gerade so in unglaublich fantastischer Weise vorbereitest, dieses Haus der hellen Köpfe. Das Problem unseres Gesundheitssystems heute, also wo es auch um Artefakte und um Technik geht, ist nicht, dass wir Artefakte und Technik einsetzen. Ja? Damit habe ich eigentlich kein Problem. Du siehst, ich habe selber eine Brille und ich habe andere Hilfsmittel wahrscheinlich auch im Körper, die mir beiseite stehen. Das haben hier fast alle. Aber man kann jetzt hier zwei Möglichkeiten erschließen. Wir haben einerseits so etwas wie ein ziviles Gesundheitswesen. Das würde ich unterstützen, ja. Dafür steht auch die Akademie für menschliche Medizin, ja, weil hier geht es darum, dass wir nicht meinen, dass wir Gott spielen können, sondern es geht darum, dass wir meinen, aufgrund unseres Wissens, unserer Erfahrung können wir Heilung anregen durch feine Heilreize, ja, durch Impulse. Und das ist eben eine Begleitung des Kranken. Und ich habe hier das Wort auch des Zuwartens, das heißt ein gezieltes Warten, dass wir genauso, wenn du im ja zu einem bestimmten Zeitpunkt X einen Samen einpflanzt, dann rechnest du ja auch nicht damit, dass da morgen schon eine große Pflanze ist, ja. Aber du weißt, das wächst jetzt, ja. Da passiert sofort etwas, ja. Und vielleicht nach 2, 3 Wochen siehst du dann schon etwas oder auch früher. Das ist also das zivile Gesundheitswesen. Demgegenüber steht eigentlich das, was für uns heute die Normalität ist. Und darum habe ich das da unten in der Ecke auch stehen, rechts, so ein bisschen abgedrängt. Das Normale für uns ist die kommerzielle Gesundheitswirtschaft. Und da ist das Prinzip, Heilung wird nicht angeregt, sondern wird gemacht. Es wird besser gemacht, als die Natur es kann. Eben durch Technik und durch Chemie. Es wird repariert auf, naja, nicht Teufel komm raus, aber manchmal hat man doch den Eindruck, es wird ersetzt, es wird optimiert. Und das ist, glaube ich, doch das eigentliche Problem, was wir haben. Nicht dies hier, das zivile Gesundheitswesen ist völlig okay, ja. Gerade, ich meine, in bestimmten Phasen des Lebens braucht man auch diese Kura von anderen, ja. Aber eigentlich sollten wir uns doch besinnen, das menschliche Leben ist immer Selbstregulation. Ja. Wenn wir da mal rauskommen oder Hilfe brauchen, haben wir die Möglichkeit, in dieses Refugium zu gehen, was immer da ist. Ja. Entweder in unser eigenes Inneres, ja, oder in das soziale Refugium. Und wenn das auch alleine nicht ausreicht, also Raum und Zeit geben, Heilung gedeihen lassen, dann haben wir sogar vielleicht eine Art ziviles, auch professionelles Gesundheitswesen mit Heilern, mit Ärzten, mit Therapeuten, mit Coaches, ja, die uns dann dabei helfen, dass die Heilreize wieder so stark werden, dass wir wieder hier oben landen. Ja. Absolut. Und so war es ja auch mal, wenn ich mich erinnere, früher, früher, früher hatten die Städte ein Spital, ja, ein Bürgerspital. Da gingen die Bürger hin, wenn sie nicht mehr klar kamen oder der Arzt nicht mehr klar, dann hat man dort ein Refugium gehabt. Und aus diesem Refugium ist heute eine Business-Einrichtung geworden, wo Profit generiert werden muss, weil das Ganze eingebunden ist in Investitionsgeschichten und, und. Das ist genau die Unkultur, die wir entwickelt haben, weil wir etwas, was zu uns elementar dazugehört, menschlich dazugehört, zu einem Profitcenter gemacht haben. Und das muss schiefgehen. Ja? Ja, das ist eben dann eine kommerzialisierte Gesundheitswirtschaft. Da geht es nicht um Gesundheit, ja, sondern es geht nur um Geld, ja. Genauso wie es in der Automobilindustrie vielleicht nicht um Autos geht, sondern auch da geht es ja um Geld, ja. Das ist immer das Problem, wenn etwas zum Mittel gemacht wird, ja. Und das ist das Problem wirklich unseres Gesellschafts- oder Wirtschaftssystems. Und da würde ich mal ganz deutlich auch sagen, wir können uns heute in der Situation, in der wir sind, so eine kommerzielle Gesundheitswirtschaft gar nicht mehr leisten. Nicht aus Gründen jetzt von Gerechtigkeit, auch das wäre durchaus etwas, worüber man sprechen sollte, sondern wir haben ja eine Situation,
dass es nicht nur viele Milliardäre gibt, sondern wir gehen jetzt darauf zu, dass es bald den ersten Billionär gibt. Der hat also dann 1.000 Milliarden. Ja. Wofür? Wozu? Da gibt es übrigens schon Prognosen, wer das sein wird, ja. Und Focus hat dazu vor kurzem einen Artikel geschrieben. Da steht dann drin, dass es so aussieht, dass es jemand sein wird, der aus der Klimabranche kommt. Also sozusagen das Klima Ja. ja, retten wollen, verändern wollen, sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt, auch das wird wieder zum Zweck. Business. Es geht da gar nicht mehr ums Klima, sondern es ist einfach dann auch Business, und das ist das Gefährliche, ja. Das heißt, wenn es nur noch darum geht, Geld zu vermehren, dann haben wir jetzt, wenn wir es auf das Gesundheitssystem beziehen, ja, wirklich das Dilemma, dass immer mehr verkauft werden muss. Menschen müssen immer kränker gemacht werden, damit man sie dann durch Gesundheitsmaßnahmen behandelt, was wieder Geld einbringt. Sie werden aber eigentlich dadurch noch kränker und abhängiger. Und die Kosten, die dabei entstehen, die werden auf das Solidarsystem abgewälzt. Und Ja. das ist der Grund, warum wir uns eine kommerzielle, eine profitorientierte Gesundheitswirtschaft gar nicht mehr leisten können. Ja, es geht nicht mehr. Es hat eine Grenze überschritten. Nur konkret dazu die Zahlen noch einmal. Schon vor der Pandemie waren wir bei 1 Milliarde Euro, aber nicht im Jahr, sondern pro Tag. Ja, die Krankheit schluckt 1 Milliarde Euro pro Tag oder das System schluckt 1 Milliarde Euro pro Tag und dann noch vor dem Hintergrund. Es heilt ja nicht. Alle diese chronischen Krankheiten haben ja den Makel oder den Stempel, dass sie nicht heilbar sind. Von der Menschheit her gesehen. Von der anderen Seite her gesehen, die den Business macht, natürlich ideal. Wenn du jemand, der 70, 80 Jahre alt wird, davon 20, 30, 50 Jahre lang behandeln kannst oder musst, ja, das ist ein toller Profit. Wer hat schon einen Kunden, der auf Dauer immer wieder gemolken werden kann? Also ich muss wirklich sagen, da wird mir übel. Bei diesem Aspekt wird mir wirklich übel, denn das ist nicht die Medizin, die ich einmal praktizieren wollte. Und das ist eine Medizin, wo es nur um den Mammon geht, also um das Materielle, geht es auf der anderen Seite nicht mehr um den Geist. Es ist also eine geistlose Medizin. Und jetzt müsste man ja die Frage stellen, und das habe ich in Innsbruck ja gemacht, wie kommt der Geist denn wieder in die Medizin? Er ist ja nicht mehr da. Ja? Eindeutig. Wie kommt er da wieder rein? Was können wir machen? Und die Antwort ist, glaube ich, verblüffend einfach. Der muss gar nicht in die Medizin kommen, sondern wenn wir mal genau hinschauen, dann ist der Geist die Medizin. Okay, ja, so kannst du, ja. Und wenn wir den Geist dann abstellen, dann haben wir eben auch keine Gesundheit mehr, ne? Wenn Ja, dieses Prinzip nicht mehr in sich läuft ist, ja? genau. Und wenn wir den Geist aber wieder als Medizin sehen, und es ist ja in doppelter Hinsicht sogar, ja, wenn wir ihn wieder als Medizin sehen, dann haben wir ihn ja auch in uns, ja, weil es ist ja der konstruierende Geist, ja, es ist der geronnene Geist, das alles, was um uns herum ist, das ist wieder das, was wir Kulturheilkunde nennen. Das heißt, wir können Gesundheit schaffen, Gesundheit erhalten, durch einen gesunden Geist, ja, der dann auch den gesunden Körper schafft. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Wenn wir nämlich bedenken, in der antiken Medizin, im alten Griechenland, und ich mache jetzt so einen Schlenker mal zur Gegenwart auch, weil wir veranstalten unsere Kongresse ja immer auf dieser Insel des Hippokrates, auf der Insel Kos, ja. In der Antike gab es ein Mantra, was man in den Spitälern, könnte man sagen, Asklepien hießen die, ja. Das waren schon Heiligtümer auch, ja, das waren eigentlich Tempel, aber es waren eben auch Orte, wo auch Schwerkranke hingebracht wurden. Dort gab es ein Mantra, das bestand nur aus drei Wörtern. Und auf Altgriechisch war das Logos, Pharmakon, Iatros. Und ein Mantra geht ja weiter. Iatros, Logos, Pharmakon, Iatros und so weiter. Ins Deutsche übersetzt bedeutet das Logos, ist im Altgriechischen eigentlich das Wort.
beziehungsweise auch auch der Geist. Ja? Also es ist ein semantisch sehr breit. Und Pharmakon ist natürlich das Arzneimittel, aber auch jetzt etwas, was wir immer wieder vergessen. Im Altgriechischen bedeutet Pharmakon zweierlei. Einmal ein Heilmittel und auf der anderen Seite ein Gift. Okay. Ja, und das war ziemlich klug, finde ich, dass man erkannt hat, dass eigentlich dieses Pharmakon dieses Potenzial hat, beides zu sein. Ja? Und wenn du jetzt mal an die neuere Medizin denkst, wie viel der neueren Medizin ist dann eigentlich letztendlich nicht Heilmittel, sondern Ja. eigentlich etwas Toxisches sogar, ja? Was uns unsere Gesundheit nimmt. Und darum ist ja auch das Prinzip der antiken Medizin im ersten Grundsatz immer gewesen, vor allem nicht schaden. Schaden. So, wenn jetzt aber der Geist oder das Wort das Heilmittel ist, dann müssen wir überlegen, gibt es da auch diese Ambivalenz, dass es einerseits sozusagen Gesundheit fördert, andererseits vielleicht auch negativ beeinflussen kann? Wissen wir ja, Kommunikation kann auch krank machen. Aber das dritte Wort bedeutet jetzt ja noch Arzt. Also das Wort ist das Heilmittel und das Heilmittel ist der Arzt. Der Arzt ist das Wort und das geht dann ja weiter. Ich finde, dass in diesem einen Mantra, ja, das sind ja nur drei Wörter, eigentlich alles drinsteckt, was wir auch im Haus der hellen Köpfe, ja, im Sinne einer neuen Gesundheitskultur brauchen. Dass wir wirklich verstehen, der Geist ist die Medizin und der Arzt ist eben jetzt auch kein Strippenzieher, ja, oder kein Techniker, ja, sondern er ist eben auch Geist, ja, und er ist auch Heilmittel. Und der Patient ist eben auch nicht nur ein Objekt, sondern er ist ja eigentlich auch als Geistwesen Protagonist der eigenen Heilung. Ein solches Gesundheitssystem wäre viel effektiver als das, was wir heute haben. Und es wäre viel, viel, wenn man jetzt mal ans Geld denken würde, was ich vordergründig eigentlich nicht machen möchte, aber es wäre auch für die Gesellschaft wesentlich günstiger. Und das ist der Grund, warum wir ja gesagt haben, unseren Kongress im nächsten Jahr auf der Insel Kos widmen wir mal dem Thema Resilienz, ja, des Einzelnen, der Gesellschaft und Selbstwirksamkeit in dieser Verbindung. Ja. Wie kriegen wir die Menschen wieder in die Selbstwirksamkeit? Unser modernes Gesundheitssystem, also dieses kommerzielle, diese Gesundheitswirtschaft, bewirkt ja das Gegenteil. Menschen wird jede Verantwortung genommen, jede Selbstständigkeit. Ja, für alles gibt es eine Pille. Ja. Und du kannst bei dem kleinsten Wehwehchen sofort in die Klinik und dies und das. Das hört sich ja irgendwie auf der einen Seite vielleicht für einige gut an, ja, aber es ist eine Entmündigung. Ja. Es ist ja, ich glaube, etwas ganz, ganz Problematisches, ja, weil wenn wir dann unsere Gesundheit nach außen hin abgeben, dann ist es ein Produkt wie ein Auto oder etwas anderes und irgendwann bleiben wir dann selber auf der Strecke. Und darum ist es so. Wir mobilisieren eben nicht die Selbstheilungskräfte, die wir haben. Ja? Es geht nicht ohne die Selbstheilungskräfte. Es Genau. geht gar nicht. Ja? Jede Heilung ist letztendlich eine Selbstheilung. Die Ernährungsmediziner haben vor Jahren schon gesagt, der Chirurg oder das Ergebnis einer Operation ist mehr vom Zustand des Patienten abhängig, des Ernährungszustand und natürlich auch der Mentalzustand. Hast du ja schon gesagt, wenn er dann sagt, du hast nach 6 Wochen, dann gibt er den Löffel ab, weil er ziellos ist, planlos, das Leiden am sinnlosen Leben. Und es ist abhängig von diesem inneren Zustand und da kann der Chirurg noch so schöne Knoten machen. Dann kriegt er einen Platzbauch und ist tot. Ja? Und Ja. das wird nicht gesehen. Das wird nicht gesehen, sondern es wird ja sogar, wie du häufig sagst, es wird ja sogar geschadet. Nil Nocere war unsere Aufgabe und genau das Gegenteil passiert zurzeit. Auf der riesengroßen Ebene immer und immer wieder. Damit werden dann wieder neue Geschäfte gemacht, ja, weil du Ja. dann auch wieder behandeln kannst. Ja. So nach dem Motto, du gibst jemandem etwas gegen Depression, dadurch bekommt er dann Magen-Darm-Beschwerden, ja. Dagegen bekommt er auch wieder ein Mittel, ja, wodurch er dann Nierenprobleme bekommt, ja. Irgendwann bekommt er auch noch Herzprobleme. Das heißt, es ist so, ja, wie eine Anstalt zum Gelddrucken. Und nicht mal mehr sterben lässt man uns heute.
Ja. Ja, bevor du stirbst, muss noch wer weiß was gemacht werden, und zur Not kommst du auf Intensiv mit einem Schläucher in alle. Es ist unmenschlich. Ich habe also vor vielen Jahren, als ich die Akademie für menschliche Medizin gegründet habe, habe ich noch ein ungutes Gefühl gehabt, weil das polarisierend war. Aber die Medizin ist unmenschlich geworden. Sie ist schlicht und ergreifend, die heutige Mainstream-Medizin ist unmenschlich geworden. Das heißt nicht, dass es Tausende von Ärzten gibt, die sich um ihren Patienten kümmern. Aber das System als solches, wie du sagst, es ist einfach unmenschlich geworden und es schadet uns. Und darum brauchen wir den Geist in der Medizin, oder wir müssen wieder verstehen, dass der Geist eigentlich die Medizin ist, ja. Ja. Wie du schon gesagt hast, das ist etwas, was wir auch vermitteln wollen im Haus der hellen Köpfe. Ich habe dieses Wort gewählt, weil jeder möchte gern heller Kopf sein. Aber dazu braucht er Informationen zum einen und zum anderen, das ist, um auch eine, und dann eben eine Lobby aufzumachen, weil wir haben ja für alles Lobby, Waffenlobby, Tabaklobby und so weiter und so fort. Aber wir haben keine Gesundheitslobby. Und die kriegen wir nur zusammen, da wir keine riesengroßen Kohle haben, können wir nur die Menschen zusammenbringen und sagen, wir haben Anteil an dieser Gesellschaft. Wir sind keine Einzelnen, sondern wir sind viele, viele. Und wir haben einen Anspruch, in dieser Gesellschaft gehört zu werden. Das war der erste Teil. Und dann ist mir klar geworden, wenn wir das schaffen, die Leute mit dem gleichen Mindset zusammenzubringen, dann werden die Abrakadabra auch gesünder sein. Und dann gehen wir zur nächsten Krankenkasse und sagen, wir möchten einen Gesundheitstarif haben. Nicht den Krankentarif für 800 Euro im Monat. Wir möchten einen Gesundheitstarif haben. Und jetzt habe ich erfahren, das gibt es sogar schon. Es haben sich Gemeinschaften gebildet, die sagen, wir versichern uns gegenseitig, wir tragen uns gegenseitig. Genau das, was wir brauchen. Ja. Und dann sind die hellen Köpfe auch die heilen Köpfe hier. Richtig, es werden dann die heilenden Köpfe werden. Ja, das werden wir machen. Ach, super. Helle und heile Köpfe. Helle Köpfe. Ich danke dir für das Gespräch. Es war wieder super wie immer. Ich danke dir, ja. Alles Gute und Danke. bis zum Tschüss, nächsten tschüss. Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres, langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.